Das war heute Abend der beste Vortrag, tanzt Anna Ermakova etwa der Konkurrenz davon? Sie legt bei Let's Dance, hier auf RTL Plus streamen, wirklich einen echten Traumstart hin. Gleich in zwei Shows hintereinander liefert die 22-Jährige die beste Performance von allen Promi-Kandidaten ab und wird von der Jury mit Lob überschüttet. Für Annas Tango mit Valentin Lusin gibt es Standing Ovations, ein Fantastic von Jorge González und fette 25 Punkte für den besten Tanz der ganzen Show. Wie geht das, Let's Dance, Küken mit so viel Zuspruch um? Das haben wir Anna und Valentin gefragt. Oben im Video erklärt der Tanzprofi, warum es bei seiner Schülerin sogar noch Luft nach oben gibt. Valentin Lusin verrät, auch Anna hatte schon ein Tief. Anna Ermakova ist nach der Live-Show einfach nur happy. Na klar, das kann die 22-Jährige nach ihrer tollen Leistung auch definitiv sein. Tanzpartner Valentin platzt fast vor Stolz auf seine Schülerin. Bei ihrem leidenschaftlichen Tango hat fast alles perfekt hingehauen. Und das sah vor dem Auftritt noch etwas anders aus. Trotz Direktticket haben die beiden beim Tango-Training Vollgas gegeben. Aber Valentin verrät uns im Interview. Auch bei Anna lief im Vorfeld nicht alles glatt. Weil wir gestern in der Durchlaufprobe ein Tief hatten. Gestern hat es nicht so gut geklappt, sagt der 36-Jährige. In der Live-Show war von diesem Tief dann aber nichts mehr zu spüren. Das Publikum jubelt, die Let's Dance Jury überschlägt sich und Anna Ermakova strahlt übers ganze Gesicht. Da ist selbstverständlich auch Valentin glücklich. Für die erste Woche bei dieser schwierigen Choreo haben wir sehr viel geschafft. Aber das Ziel ist natürlich noch nicht erreicht. Es ist noch ein langer Weg, sagt der Profitänzer. Wenn Anna Ermakova diesen Weg so weiter tanzt wie bisher, wird sich die Freude wohl von Woche zu Woche steigern.